Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen heute ein bisschen Vorost. Zwei Tage ist wieder nicht genug. Da werde ich mir wahrscheinlich noch einen anderen Futterbeschwang kaufen oder im Stall mal setzen, damit wir schneller füttern können. Nämlich B drücken, sondern X. Ne? Ja, wir könnten mal Bäume fällen heute. Ne? Und mal schauen, wenn der Schnee weg ist. Mit Glück haben wir ja irgendwann ja. Wir haben Blut gerade und plus 2. Aber der Boden ist nach wie vor gefroren. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber das kann auch zurück gehen hier. Ne? Da wir auch 3 Tage spielen. Lass uns überraschen. Ja, ein paar Bäume und dann können wir immer welche kaufen, ne, ein paar Bäume. Aber wie gesagt, es ist ungünstig zu fahren, weil es so im Schnee liegt. Wenn ein LKW im Schnee fahren, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, wir haben noch eine DGH-volle Silage. Das haben wir auch noch. Könnten wir überlegen, das dauert so lange, ne? Ein Förderband und dann LKW und dann abkippen und wieder mit dem Förderband arbeiten. Das wäre eine Option, ne? Mehrere Ladungen abkippen. Und dann könnt ihr alle Ruhe immer einfüllen, ne? Mit Förderband. Muss ich mir nachdenken. Drüber nachdenken, wie das am besten, ob das Sinn machen würde jetzt. Ne? Wir haben ja eh nur ein Silo haben. Gut, lassen wir das Silo für Mischfutter und dann, naja, die Ballen, die wir kriegen, ja, komplett für die WGH, ne? Ist ja auch eine Option. Muss ich mal sehen. Auf WGH machen wir erst, wenn der Schnee weg ist. Weil sonst haben wir so einen Schneetransport, ne? So ungünstig. Ja, unser Feld muss noch gedüngt werden mit Gärreste. Leider ist das unterbrochen worden. Und wo der Frost kam, ne, wo die Meldung kam, das geht nicht mehr. Ja, ist halt so, ne? Leider. Wird nicht so ändern. Hat aber nicht mit Kurs sehr gut geklappt. Auf hier. Ich muss mal kurz die Pro-Aufnahme, wie es anhört. Und das passt, ne? Denn bei der Marsch war's gut. Muss hier nichts heißen, ne? Ja, ich versuche nur mit dem Bildverarbeitungsprogramm meine kleinen Bildchen zum Anfang zu optimieren und etwas grafisch zu bearbeiten. Mal sehen, wie es klappt. Nur ein bisschen üben, ein bisschen testen. Und herausfinden, wie es überhaupt funktioniert. Ne? Jetzt wird die nächste Stunde im Kanal ein bisschen mehr ja, auffallen im Empfehlungsbildschirm. Ne? Mal sehen. Ich versuche ja auch jetzt schon ein bisschen beim Beginn, weil ich ja am Anfang das Foto mache. Mich so hinzustellen, versuche ich jedenfalls, dass ich mir was Auffälliges mache, nicht irgendwo sitze oder mache, sondern meistens mein Fahrzeug. Ich habe ein bisschen auch gesehen, dass man die Fahrzeuge nicht weit wegnehmen soll, ne? Man kann es ja nicht erkennen. Aber mal sehen, ne? Muss man nach und nach hinkriegen.
Oh, richtige Brennholz hier, ne? Ich hoffe ja insgeheim dabei, dass man ein bisschen mehr eine höhere Quote bekommt. Im Spiel. Habt ihr Vorschläge, Empfehlungen, Änderungsempfehlungen, Verbesserungsvorschläge? Immer rein damit. Vielleicht auch eine Empfehlung von Videos und Bearbeitungsprogrammen, wie man das machen kann. Könnte sein, dass jemand was kennt. Und das lernen kann, ne? Man lernt ja nie auf. Ja, der erste Tag im Frühling. Die Rinder werden langsam weit, soweit sein, zum Schlachthof zu fahren, ne? Das ist bei mir angedacht. Im Grunde, jetzt kommt ja die Aussage her von Soja und Sonnenblumen. Und zwar... Da wären noch Feld 60 und Feld 12. Einmal Sonnenblumen, einmal Soja. Mal kurz schauen, ab wann das beides geht. Normalerweise müsste das Ende des Frühlings sein, am dritten Tag normalerweise. Von der Temperatur her. Und zwar... So, also Sonnenblumen. Die brauchen plus 6 und plus 6 auf Sojabohnen. Mais haben wir noch nicht vor, Kartoffel und Zuckerrüben auch nicht. Wäre aktuell noch zu kalt. Ja, logisch, bei Schnee geht es auch nicht. Weizen könnten wir im zweiten Sommer anfangen, da ein Feld. Gerste, Raps könnte auch im Mitte Sommer anfangen, also mit der Ernte. Da hätten wir einen Zeitraum, wo wir im Prinzip uns locker die Rinder verkaufen könnten. Ne? Also denkt mal, hier am dritten Tag werden wir Soja und Mais aussehen. Das macht er ja mehr oder weniger alleine. Ja, ein Kurzweilfahrer und da können wir die Rinder verkaufen. Rein theoretisch. So, Zuckerrohr geht hier sowieso nicht, brauchen wir gleich nachgucken. Der Pappel wäre mal eine Möglichkeit, ne? Aber ja, Felder kaufen, ne? Weizen, Gerste bei plus 2. Okay. Wie gesagt. Unsere Tiere haben mittlerweile 700 Kilogramm. Da sind schon 708. Und wenn die ungefähr 1,8 Jahre alt sind, dann könnte man die auch verkaufen. Viel mehr werden sie auch nicht wehren, ne? Also die haben Jungtiere haben um die 50 Kilo. Und um die 50 Kilo und dann mal sehen, wie es vorwärts geht, ne? Mit den Kühen, ne? Milch haben wir auch schon, aber nicht viel. Also da lohnt sich noch nicht so einen Wagen zu kaufen. Rüstig ich eigentlich normalerweise. So, hier war... da war nichts. Wo war das gewesen? Wo war das? Das hier. Volvo Aufbau packen. Also hier wäre so ein guter Dings für
für mich, also für Diesel, oh, gut, okay. Das wäre für mich, ne? Würde optisch auch gut packen, passen, ne? Ja. Würden reinpassen. 100.000, na ja, gut. Ja, ist auch ein bisschen übertrieben. Aber optisch wäre es gut passen, ne? Also hier, ja, gut, könnte man nehmen, ne? Für was wüsste ich aktuell nicht? Gülle zu bringen. Ja, gerade der hat nur 20.000. Das ist ja wieder. das ist so ein Hakenliftfahrzeug und auch so eine Fahrgestell. Nebenan, da kann man die anderen aufbauen, ne? Wie sowas hier, das oder das. Also Mähfahrzeug wäre nicht schlecht, ne? Also rein optisch gesehen ist gut. Natürlich können wir auch hier nehmen, Universal. Aktuell haben wir also einen für Gülle. Man kann ja auch sicherlich ja, Schweinefutter. Soll das bestimmt sein? Wassermilch. Ach so, Wassermilch. Könnte man nehmen, ne? Also kann man ja theoretisch umlackieren in Weiß, Weiß, ne? Und dann war die Felgenfarbe ist eigentlich egal. Universaltank, Reifenvariante zum Beispiel, wäre für mich, ne? Weiß, aber noch nicht. Man kann auch hier natürlich was nehmen. Wo haben wir Gewichte? Diverses, Dollys, Tierhaltung. Das wäre Wasser, ne? Für kleine Ladung, ne? Und hier wäre eigentlich der Milchanhänger, ne? 8000 Liter würde das mal reichen, ne? Und der würde 32 Liter, ne? Was für die Zukunft, ne? Farbe. Was soll ein Dings sein? Das ist Black. Schwarz. Steel. Chrom. Ach, Chrom. Ah, Chrom. Weil der Rest so dunkel ist. Okay. Das wäre auch so eine Variante, ne? LKW haben wir ja. Ach komm, kaufen wir mal, ne? Der ist für mich. Aber nicht. Gut. Haben wir mal ein Fahrzeug gekauft, ne? Ein Anhänger Gerät, ne? Für mich. Gut. Das ist ein Zeichen. Dann werden wir mal unseren LKW sitzen, ne? Mal gucken, wo der ist. Und dann werden wir losdüsen. Wo ist der LKW? Müsste bei der Dings sein, beim Silo. Ach, unser Auto. Da haben wir ihn. Jetzt steht der Bruder. Und Schnee. Schnee wollen wir nicht haben. Deswegen habe ich gesagt, machen wir mal erstmal nichts hier. Denn das macht ja keinen Sinn, ne? So.
Schon mal zu. Eigentlich liegt ja unser Schneeberg hier. Oben mal unseren Milchanhänger. Aber zur nächsten Folge. So, liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ja, ne, es geht weiter in der nächsten Folge mit unserem Milchanhänger. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.